Das neue Spiel der A Way Out-Macher wird ebenfalls von EA herausgegeben. Turn 10 Studios arbeiten weiter an Forza Motorsport 7 und nicht an einem neuen Teil. We Happy Few wurde in Australien nun doch zum Verkauf freigegeben und wir haben ein neues Sonderheft zu Star Citizen. Ich bin Natascha Becker und das sind die News. Joseph Farris von Hazelight kündigte an, dass auch der nächste Titel nach A Way Out von Electronic Arts herausgegeben werden wird. Zwar steckt das ganze Projekt noch in den Kinderschuhen, er kündigte gegenüber dem Magazin Eurogamer aber an, dass man innerhalb des nächsten Monats mit der Produktion starten wolle. EA habe sich als sehr, sehr hilfreich erwiesen und habe sich an seine Vorgabe gehalten, sich nicht in den kreativen Prozess einzumischen. Allerdings kündigte er auch an, dass es wohl noch 2 bis 3 Jahre dauern wird, bis wir etwas vom neuen Spiel zu sehen bekommen. Ah, what the? What? Who's him? In einem Livestream auf Mixer kündigten die Macher von Forza Motorsport 7, Turn 10 Studios, an, dass man weiter hart daran arbeite, Forza 7 zu einem noch besseren Spiel zu machen. Das komplette Team konzentriere sich darauf, kostenlose Updates zum Rennspiel zu liefern und arbeitet an grundsätzlichen Verbesserungen. Creative Director Chris Isaki betonte zudem, dass man im Moment eben nicht an Forza Motorsport 8 arbeite, auch nicht an einer größeren Erweiterung, sondern an der Motorsport Experience, wie wir sie im Moment haben. We Happy Few wurde ursprünglich unter anderem wegen des Drogenkonsums in Australien nicht zum Verkauf freigegeben und landete auf dem dortigen Äquivalent zum Index. Nach der Zweitbesichtigung durch die australische Alterseinstufungsbehörde bekommt der Titel nun doch die Wertung R18+. Das heißt, das Spiel darf nun offiziell und öffentlich verkauft werden. Zusätzlich gibt es den Hinweis auf Fantasy-Gewalt und interaktiven Drogenkonsum. Genauere Details für die Gründe, warum das Spiel nun doch verkauft werden darf, gab die Behörde nicht an. Get me, you bastard! Und zum Abschluss noch eine Ankündigung in eigener Sache. Die GameStar hat mal wieder ein wunderschönes neues Sonderheft, dieses Mal die Black Edition zu Star Citizen. Und die könnt ihr selbstverständlich bereits vorbestellen. Wer sie noch bis morgen 23.59 Uhr vorbestellt, bekommt sie pünktlich zum Kioskstart am Freitag, den 13.07. geliefert. Und Vorbesteller haben wie immer sofortigen Zugriff auf die E-Paper-Version. Und auch dieses Mal ist das Heft wieder prall gefüllt mit Tipps zum Start, einem umfangreichen Traveler's Guide, 60 Seiten Schiffsregister und zusätzlich gibt es ein 30-Tage-Freiabo zu Centurion im Wert von 10 Euro. Das war's für heute mit den News. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin viel Spaß und guten Loot.